Ich sitze hier gerade mit Kai von Trobolo. Hi Kai, schön, dass du da bist. Hallo. Das hier ist eine Trobolo Trendtoilette. Wie würdest du jemandem, der davon noch nie gehört hat, das erklären? Wie funktioniert die in 2, 3 Sätzen? Was macht eine Trobolo Trendtoilette? Trobolo Trendtoilette ist eigentlich wie ein Plumpsklo, nur dass kein Geruch entsteht. Das ist die einfachste Erklärung für eine Trenntoilette, weil sie Feststoffe und Flüssigstoffe trennt. Im Vergleich zum Plumpsklo, wo alles zusammenfließt und dann vor sich hin steht. Da ist, wo die Magie startet, ja. Ja, Trenneinlage nennen wir das. Ja. Wie funktioniert das dann genau? Trenneinlage, was wird getrennt? Ja. Flüssigstoff, also flüssig, Urin, ja. Und ja. Feststoff. Ja, kommt nicht zusammen, sondern wird in 2 verschiedenen Behältern, ja, gesammelt. Ich klappe einfach mal direkt auf, dann sieht man das. Hier können wir gucken, flüssig geht hier rein, fest geht dort rein. Ah, okay, gut. Und dann kann ich es einfach dann rausholen, ganz, ganz klassisch. Genau, du hast deinen Deckel, den schaust du rauf, dann kannst du es entsorgen. Du kannst es, ja, wenn du einen Kleingarten hast, einen Schrebergarten, auch als Dünger nehmen. So 1:20 wird empfohlen. Ah, okay. Das sind quasi die Inlays. Ja. Die sind biologisch abbaubar, also kompostierbar. Ja. Ist wie eine kleine Mülltüte. Dürfen wir das mal machen? Dass das wir das einfach mal, ja, quasi durchspielen, also nicht bis zum Ende durchspielen. Das ist auch noch nie gemacht, ist noch alles nagelneu. Wir kriegen das hin mit ein bisschen, ja, Ziel. Oh ja, das passt wirklich. Hin. Wir nennen das Einstreu. Es ist eigentlich klassische Sägespäne. Ah, also wie beim Meerschweinchen kriege, genau, ich quasi nicht das Käfig. Ah, okay. Ja. Und schüttest sie in den Feststoffeimer, okay, auf dein Geschäft drauf. Ja. Ja, schön drüber. Und dann sorgt die Sägespäne dafür, dass die Flüssigkeit dort rausgesogen wird und es schneller zu kompostieren, okay, beginnt. Also auch Gerüche werden dann komplett unterbunden. Und wenn ich aber jetzt in einer Umgebung bin, wo es noch schwieriger ist mit dem Geruch, wo es wichtiger ist, dass auf jeden Fall gar nichts riecht, gibt es dann noch irgendwelche anderen Sachen? Aber natürlich gibt es andere. Ah. Zum Beispiel hier, okay, haben wir eine Abluftleitung und einen Mini-Ventilator oder quasi eine Absaugvorrichtung, ja, von Gerüchen. Seit wann gibt es Trobolo? Wer ist der Gründer? Wer steckt dahinter? Bist du das? Nee, das bin nicht ich. Das ist unser Chef und Gründer Friedrich Lange. Der hat in Hotteln angefangen. Das ist hier gleich um die Ecke. Ja. Und da ungefähr, also er war, ich glaube 2010 war er unterwegs mit seinem Wohnmobil quer durch Europa. Und da hat ihn genervt. Er wollte keine Chemietoilette haben bei sich. Und dann hat er sich aus alten Holzresten auf einem Campingplatz in Südfrankreich den ersten Prototypen von dieser Toilette gebaut. Der sah natürlich genauso aus wie der jetzt hier. Absolut exakt gleich seriennah dran natürlich. Na, war noch ein bisschen rau, ja, musste noch ein bisschen nachgeschliffen werden. Aber die Idee hat so eingeschlagen über die Jahre, hat dann 2017 seine Firma gegründet, Trobolo. Der Name kommt übrigens, ist die Abkürzung für Trocken-Bio-Locus. Ja, weil wir sagen ja auch, ich bin mal auf dem Locus in Niedersachsen und insofern muss der Locus damit rein als Name. Und so ist es entstanden und das Logo ist wie so ein Herzchen, was du auch auf so Plumpsklos hast. Wenn du auf einer Alm bist und ein Klohaus hast, dann hast du auch mal so ein Herz reingeschnitzt und hier ist noch die ganze Weltkarte mit drin. Ja. Und wieso ist das Herz falsch rum? Da müssen wir Friedrich mal direkt fragen, das werde ich als nächstes tun, wenn, okay, ich ihn treffe. Ja. Wo wird diese Trobolo-Trenntoilette hergestellt? Wird die in Deutschland hergestellt? Die stellen wir nicht in Deutschland her, sondern in Posen, in Polen. Posen ist dafür bekannt, die haben ein wahnsinnig traditionelles Holzhandwerk. Also sind sehr, sehr fähig darin, all sowas in Handarbeit herzustellen. Und auch die gesamte Toilette hier, die du siehst, ist auch in Handarbeit hergestellt. Sehr, sehr spannend. Ja. Wie gesagt, verschiedene Modelle. Eine Frage noch, ja, wie viel Gewicht hält denn das aus? Oh, ich glaube, es ist für mindestens 100 Kilo geprüft, aber da werden wir mal 20% draufrechnen. Ich sag mal, locker 120 Kilo, okay, bestimmt. Ja, also da kann sich schon... okay, dann ziehen wir einmal drauf. Ja, ja, also für die natürlich gar kein Problem. Ja. Ah, das ist echt bequem. Ja. Was sind noch eure Ziele so für die Zukunft? Also ist geplant, dass ihr noch mehr Modelle entwickelt? Was darfst du da überhaupt verraten? Was nicht? Ja, es wird spannend und wir sind in Deutschland schon, ja, seit 4 Jahren jetzt im Verkauf. Wir sind in Frankreich, wir gehen nach England auch, wir sind in Benelux, Italien, Spanien, kann man auch unsere Toiletten bestellen. Ja, weitere Märkte warten auf uns und das wird es nächstes Jahr wahrscheinlich geben. Und neue Modelle auch, also unser Gründer, der Friedrich, bastelt immer und versucht immer alles zu verbessern und Produktentwicklung findet fortlaufend statt. Alles klar, super, super spannend.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir werden das weiter gespannt verfolgen. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir ja demnächst auch so eine Trubolo-Trenntoilette hier in die Redaktion. Vielleicht zumindest, wenn mal irgendwie Wasserschaden ist oder so, was wir nicht hoffen wollen. Der Trend geht ja auch zur Zweitoilette. Ne? Absolut. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Mit drauf überhaupt oder muss